Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Tagebucheintrag. Heute haben wir Freitag, den, keine Ahnung, 26. oder so. Bei meinem Plan ist ein bisschen was schiefgegangen. Wir haben es ein bisschen falsch eingetragen am Anfang. Und bei den Videos davor ist mir auch ein Fehler passiert. Ich habe die beiden Ladetage als Tag 1 und 2 gezählt. Aber die Ladetage zählen nicht. Also praktisch Montag, Dienstag ist raus, das sind Ladetage. Richtig begonnen hat die Stoffwechselkur am Mittwoch. Wir sind jetzt am Freitag angekommen und ich kann euch ich sag euch auch alle Gewichte an. Also wir haben uns Montag gewogen. Nee. Mittwoch. Mittwoch nach den beiden Ladetagen gewogen. Da habe ich 116,5 gewogen. Vor den beiden Ladetagen hatte ich 115,5. Am Donnerstag, am zweiten Stoffwechselkurtag, kann man sagen, habe ich 114,4. Und heute, Freitag, nach drei Tagen, habe ich 113,6. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Wir haben jetzt so eingeschrieben. Da. Also wir sind beide am Abnehmen, meine Frau aber besser am Abnehmen. Die hat grundsätzlich immer 500 Gramm mehr abgenommen als ich. Ja, ich habe schon 4 Kilo. Frauchen hat schon 4 Kilo verloren. Und ich nur 3. Na doch, 3. Also ein Kilo mehr hat meine Frau verloren. Das kann aber auch sein, weiß ich nicht. Also ich bin mal auch beim Umfang gespannt, was beim Umfang rauskommt. Den habe ich ja auch schon gesagt. Also wie gesagt, nach den Ladetagen, also am Mittwoch, also am ersten Tag, haben wir uns komplett vermessen, so wie es hier drinne steht. Und da kann ich euch auch sagen, Taille 113,5 cm, Gesäß 13,7 cm, also für andere der Arsch, also 113. Einmal um den Arsch rum. 113,7, genau. Oberschenkel links habe ich 65,6, Oberschenkel rechts habe ich 65,5, also in Millimeter weniger. Kann ich euch auch zeigen, nicht, dass das heißt hier, ich verheimliche was. Da. Könnt ihr das sehen? Ja, einfach Pause drücken. So. Wir sind zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Ich muss aber gestehen, am ersten Tag habe ich einen Salat gemacht. Meine Frau hat gesagt, was ich für einen Salat machen soll. Und ich hatte dann aus Gurken, Paprika und Tomaten einen Salat gemacht. Es war so widerlich, Leute. Es war so widerlich. Meine Frau nicht. Die findet es lecker. Aber für mich ist sowas gar nichts. Ist absolut widerlich. Irgendwie, das ist und davon musst du dann Mittag und abends 300 Gramm essen. Und das Stück Fleisch noch dazu mit 150. 350, Entschuldigung. Es ist absolut widerlich, absolut widerlich. Das Fleisch geht runter, aber der Salat, Leute, das ist im Mund immer mehr geworden. Ich habe so eine Pulle, fast eine ganze Pulle habe ich für die 300 Gramm gebraucht, um das ein bisschen nachzuspülen, um das ein bisschen besser runterzukriegen. Es ist einfach nur ekelhaft. Das mit dem Trinken fällt mir immer noch sehr schwer, dass ich auf meine 3 Liter komme. Außer gestern. Gestern, wo es so heiß war, da habe ich bei meiner Mutter im Garten über einen Liter getrunken. Und hier zu Hause auch die 3 Liter. Also abends dann halt beim Stream noch den letzten Schluck da. Also da war ich dann bei 4 Litern oder 4,5 Liter, die ich gestern getrunken habe. Aber sonst fällt mir das mit dem Trinken immer noch sehr schwer, weil ich bin nicht so der große Trinker. Wir haben jetzt als Ausweich, ihr hört, die Kleine ist auch wieder da, als Ausweich habe ich dann gestern Blumenkohl gemacht. Also meine Frau hat Blumenkohl gemacht, ich habe Blumenkohl gegessen, meine Frau hasst Blumenkohl. Die kann auch den Geruch vom Blumenkohl nicht haben, da wird ihr schlecht. Der war aber ziemlich klein. Die Blumenkohle, die es momentan gibt, sind echt wirklich, wirklich klein. Der hat gereicht für Mittag. Und für abends, da hatte ich vielleicht noch 50 Gramm übrig. Das habe ich dann mit Thunfisch gegessen, aus der Dose, im eigenen Saft. Das ist das, was ich, das darf ich auch essen. Aber so am Blumenkohl, der war auch ungesalzen und so. Da habe ich nur eine ganz Prise Salz drauf gemacht. Vielleicht ist deswegen ein bisschen weniger bei mir als bei meiner Frau. Ich habe jetzt von meiner Mutter mehr Salz. Da hast du keine Prise drauf gemacht. Das war eine Prise. Tonnenweise. Ich habe da keine Tonnenweise, ich habe da wirklich so gemacht. Ich hab's gesehen. Du hast jetzt einzelne Stückchen nochmal Salz drauf. Gar nicht wahr. Du lügst.
Nur ein bisschen Salz. Ich habe gesagt, das wird dir zum Verhängnis. Ja, du hast gesagt, das wird mir zum Verhängnis. Ja, morgen sieht es anders aus. Ja, ich habe von meiner Mutter jetzt mehr Salz gekriegt. Die hat gesagt, die hat auch so eine 21-Tage-Stoffwechselkur schon gemacht. Und die hat gesagt, mehr Salz ist auch okay. Das werde ich jetzt nutzen. Wir müssen heute unbedingt nochmal einkaufen. Wir brauchen neuen Blumenkohl. Weil damit kann ich es mir gut vorstellen, dass ich mit Blumenkohl und dann, oh, der Lachs dazu. Ich werde Fotos bei Instagram posten, habe ich immer noch nicht geschafft. Müsst ihr bei Instagram mal gucken, wenn ihr das Video seht, ist das schon da. Es war lecker. Es war richtig lecker. Meine Frau hat den Fisch richtig gut gemacht und so. Also das kann ich mir gut vorstellen, Blumenkohl und Fleisch zum Mittag zu essen. Das ist gut. Das hat gut geholfen. Abends habe ich, wie gesagt, dann, weil ich ja dann auch noch Gemüse brauche, habe ich dann 300 Gramm Kohlrabi gegessen. Das habe ich auch einen guten Kohlrabi erwischt, der nicht zu hart war. Der war noch schön knackig und saftig und so. Der war richtig gut. Ja, aber Blumenkohl brauchen wir wieder. Also, heute macht meine Frau, was machst du, Sauerkraut mit? Hackfleisch mit Sauerkraut. Und ich will mir Hackfleischpfanne. Und ich will mir morgen, also heute nicht, heute werde ich das Sauerkraut mal bei Frauchen mitprobieren. Und dann werde ich morgen Kohlsuppe machen. Dann werde ich gleich genug Kohlsuppe machen, dass ich morgen Kohlsuppe essen kann, früh, Mittag und abends. Und dass ich mir Kohlsuppe mitnehmen kann, weil Sonntag sind wir ja bei Schwiegermuttern. Und dann müssen wir das Essen ja mitnehmen für abends. Nee, abends sind wir wieder zu Hause. Wir fahren ja Mittag hin. Aber sicherheitshalber. Sicherheitshalber nehmen wir das mit. Da mache ich mir dann eine schöne Kohlsuppe. Ich habe mir schon geguckt, was ich machen kann. Ich darf eine Gemüsebrühe, eine fettarme Gemüsebrühe darf ich mit zum benutzen. Wie gesagt, Meersalz darf ich benutzen. Pfeffer und so darf ich ja nicht benutzen. Pfeffer ein bisschen. Ein bisschen, eine Prise. Ihr hört es, sie ist gerade sehr aktiv. Ja, es ist so früh am Morgen. Ihr seht, ich habe noch meine Schlafklamotten an. Ich habe gerade erst meinen Shake genommen und meine Tabletten. Und dann habe ich ja hier, wie gesagt, Globulin nehme ich ja auch noch. Die sind ja nicht zur Stoffwechselkur. Die nehme ich halt, die habe ich so gekauft. Die unterstützen das halt auch noch mal ein bisschen. Sollen sie. Mal gucken, ob es wirklich unterstützt. Also bis jetzt. Also ich bin zufrieden. Also 3 Kilo in 3 Tagen. Das ist schon mal eine gute Hausnummer, wa? Wenn ich das wirklich so schaffe, 21 Tage weiter durchzuziehen, dann habe ich in 21 Tagen 21 Kilo verloren. Nee. Also, es wird aber Zeiten kommen, wo ich dann nicht abnehme. Das weiß ich. Ich mache mir auch. Wird auch weniger mit der Zeit. Wird weniger mit der Zeit. Frau sagt auch, das wird weniger. Ich mache mir da auch keine utopischen Hoffnungen, dass ich da 30, 40 Kilo abnehme oder 20 Kilo. Ich bin mit 10 Kilo, 15 Kilo bin ich zufrieden. Ob ich es erreiche, weiß ich nicht. Werden wir ja sehen. Musst du weiter Salz essen? Musst du weiter Salz essen? ja, aber ich muss mit dem. Das Problem ist auch, kann ich euch auch mal zeigen. Das ist die Liste, was wir dürfen: an Fleisch, an Gemüse, Gewürze. Da ist Dill jetzt zum Beispiel mit bei. Und bei Gemüse, ich habe es ja gestern im Stream schon gesagt, hier stehen so viele Sachen drin: 2, 4, 6, 8, 9. 9, 18. 20, 29, 32, 31, 33, 34 Sachen stehen da drauf für Gemüse. 34 Sachen. Und wisst ihr, wie viel von den 34 Sachen? Ja, genau. Wisst ihr, wie viel von den 34 Sachen ich esse? 2. Das ist, kann ich euch ganz genau sagen. Zwiebeln doch auch. Zwiebeln esse ich nur, wenn sie wirklich durch sind. Zwiebeln esse ich ja auch, 3. Ich esse Weißkohl mit einer Kohlsuppe, wenn ich eine Kohlsuppe draus mache. Und ich esse Blumenkohl. Kohlrabi steht ja hier nicht mit drauf. Kohlrabi steht auch drauf, dann sind es so ja 3 Sachen. 4 Sachen so, ja. Und Zucchini und so, das esse ich gebraten. Aber nicht roh, wenn man da einen Salat draus macht. Ich gebe es auch zu, ich bin ein ganz komplizierter Esser. Also es gibt wenig, was ich esse, aber das esse ich gerne, was ich esse. Ja. Ungesunde Zeug. Schnitzel. Königsberg-Klopse. Königsberg-Klopse. Gulasch. Oh, Gulasch. Ich habe noch Gulasch eingefroren, Leute.
von meiner Frau gemacht. Oh, was sie mir zu meinem Geburtstag gemacht hat, dann habe ich nicht alle die essen, dann habe ich mir auch schön ordentlich was eingefroren, weil ich weiß nicht, was das nächste Mal Gulasch gibt. Dann musste ich dann einfrieren. Oh, wenn meine Frau Gulasch macht, Leute, Leute, Leute. Oh. Aber ich muss auch sagen, Gemüse schmeckt auch. Naja, kommt drauf an, welche Gemüse. Meiner Frau schmeckt das ja. Aber ich muss sagen, so als Fazit jetzt so, wenn ist jetzt der dritte Tag, also der dritte Tag fängt jetzt an und ich muss echt sagen, ich hatte die ersten beiden Tage kein Hungergefühl. Außer abends nach dem Stream, weil, aber da bin ich weit über die Zeit hinaus, weil ich esse ja um 18 Uhr das letzte Mal und dann nehme ich halt Appetitzügler vorher und dann halt die Vitamine und sowas alles, die Vitamine nach dem Essen. Und ich bin dann auch eine ganze Weile satt, aber wenn ich dann bis 0 Uhr noch was mache oder bei der Hitze, wenn man dann nicht einschlafen kann und es ist dann um, man wird wach oder man ist noch so im Halbschlaf, es ist eins und man ist einfach zu heiß, dann kriegt man schon Hunger. Dann kriegt man wirklich etwas Hunger. Etwas, manchmal auch etwas mehr. Aber das war halt nur den einen Tag. Und gestern Abend, also den zweiten Tag war okay. Aber gestern, da habe ich ja auch nur kurz streamen können, weil es einfach zu heiß war und bin dann ins Bett. Aber ich habe dann bis 2 oder so wach liegen, weil ich nicht einschlafen konnte, weil es über 30 Grad in der Bude waren. Ich habe mich hin und her gewählt, sie konnten nicht einpennen. Und auf Klo muss ich rennen. Ich renne auf Klo, Leute, Leute, Leute. Also so viel, wie ich jetzt pinkeln gehe, auf Deutsch, so viel pinkel ich sonst in der Woche nicht. Und ich habe schon meiner Frau gesagt, ich habe Angst, dass sich die Harnröhre abnutzt. Das ist die ja nicht gewöhnt. Da hat sie gesagt, das ist ein Körperteil, das ist daran gewöhnt, das muss so sein. Also für mich ist es viel. Also ich renne jetzt mit, oh, wie oft renne ich auf Klo am Tag? 6, 7 Mal, 8 Mal? Keine Ahnung. Oft genug. Und gestern in der Nacht 3 Mal. Oh, dann werde ich auch wach. Wirst du wach in der Nacht und, oh, und dann drückt die Blase. Dann musst du. Ja, weil du zu spät noch trinkst. Du musst vorher schon. Was soll ich denn machen, wenn es heiß ist? Ja, dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Ja. Aber so, also so muss ich sagen, es läuft gut. Ja, es läuft sehr gut. Wir sind, meine Frau und ich, wir sind beide sehr zufrieden bis jetzt. Wie gesagt, ich 3, sie 4 Kilo. Ich darf euch ihr Gewicht, was sie jetzt hat, nicht sagen und ihr die Fragen kommen. Und ich darf auch nicht das Gewicht sagen, was sie vorher hatte. Wobei ich das nicht mal weiß. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt wiegt. Ich weiß nur, was sie abgenommen hat, weil sie mir sagt. Weil, ich darf nicht mal beim Wiegen dabei sein. Da ist meine Frau sehr eitel, will ich es mal nennen. War Juna? So, das soll es jetzt auch zum richtigen dritten Tag gewesen sein. Erstmal, es kann sein, dass ich heute noch mal ein Video mache, heute Abend. War Hasi? Also ich weiß nicht, also ich werde jetzt hier einfach mal so machen, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch ein Video mache oder ob ich dann halt den vierten Tag noch mache. Muss mal gucken, wie lang das Video ist. Ich will es ja auch nicht zu lang machen für euch. Ich werde euch jedenfalls weiter auf dem Laufenden halten und vor allen Dingen wann haben wir angefangen mit dem Gewicht? Mit Mittwoch. Mittwoch früh haben wir das Mittwoch. Erste Mal gewogen, ja. Und Oberschenkel und das alles auch Mittwoch. Ja. Mittwoch, also nächste Woche Mittwoch. Wer wird denn ein Video geben? Da kann ich euch dann die Gewicht von der ganzen ersten Woche sagen, wie viel ich abgenommen habe und die einzelnen Gewichte. Und ich kann euch den Umfang von meinen Oberschenkeln, Arsch, Bauch und so sagen, was davon weggekommen ist. Und das kommt definitiv immer am Ende, immer am Ende einer Woche kommt das, wie viel ich abgenommen habe. Und dann halt noch diese Zwischentagebuchberichte. Je nachdem, wie ich dazu komme. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Ich sag mal so, pro forma Schuss. Wenn ich nichts weitermache, dann seht ihr das. Wenn ich das trotzdem nachher noch ein Video mache, dann schneide ich das einfach weg. Haut da rein. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.